I gave you my love, I tell you what I do. I expect a whole lot of love out of you. Be good to me. I'm gonna be good to you. There's a whole lot of things you and I could do. What about the way you love me? Jetzt steh doch endlich auf. Roll away everything that's tripping up your life. You're not alone. Seize the day. Go and solve the question in your mind. Will love be found? Time to make all the things that you dreamed of. Time to see if the fairy tale comes true. Time to see if there's a shoulder you can lean on. Time to face, now it's time for you. Hey Jess. Ja? Rat mal, wen ich getroffen hab. Wen? Erinnerst du dich noch an Jimmy Crossmeyer von der Highschool? Ja. Wo hast du den getroffen? Im Bett. Ich habe mit ihm geschlafen. Hi, Darren. Hi. Und, hast du den Job gekriegt? Nein. Aber ich habe vielleicht einen Investor gefunden für meine Banarinen-Idee. Welche war das noch? Jeder weiß, dass sich die männliche Bevölkerung kaum von Mandarinen angesprochen fühlt. Aber mit dieser neuen Kreuzung würde sich das... Ah, verstehe. Macho-Obst. Eine Wahnsinnsidee. Ich glaube an dich, Darren. Danke, Carrie. Weißt du, wenn du willst, kannst du bei mir einziehen. Aber dann würden die Leute glauben, naja. Ja. Und wie komme ich dann an Frauen ran? Hi, Jesse. Oh, hallo, Diego. Tag. Was ist los? Wieso? Ich hatte doch angerufen. Hast du meine Nachricht nicht bekommen? Oh, das warst du. Tut mir leid, ich hatte Schwierigkeiten, dein Kauderwelsch zu verstehen. Darf ich mal? John, ich brauche deine Hilfe. Wie heißen noch diese Geschäfte, wo man Bücher kauft? Bücherei. Danke. Tja, ich hatte angerufen, weil ich fragen wollte, ob du morgen Abend mit ins Kino kannst. Oh ja, gern. Das wäre schön. Okay. Wir werden es also wirklich tun, ja? Von mir aus. Jesse, könntest du mal kurz hierher kommen? Entschuldige mich. Ja? Schätzchen, du solltest dich nicht mit dem Kerl da drüben einlassen. Dad, ich mag ihn. Den Kerl, mit dem du verheiratet warst, mochtest du auch. Du siehst, was daraus geworden ist. Na und, soll ich deswegen ins Kloster gehen? Ach Mädchen, du hast mich, deine Brüder, deinen Sohn. Ich meine, wozu brauchst du noch diesen Kerl da? Wofür? Verstehst du das nicht? Vielleicht bekommst du so den unehelichen Latino-Enkel, den du immer haben wolltest. Hier, was ist damit? Ah, nein, zu weit ausgeschnitten. Ich will nicht, dass er mich zu, naja, zu... Was? Attraktiv findet? Herr Junior. Hallo, Junior. Hi. Das mit dem Schweigegelübde zieht er durch, ha? Ja, seit 10 Monaten. Hey, Junior, komm her. Ich hätte da einen Vorschlag. Wenn du redest, dann... Wow, einer hat sogar ein Auto dafür springen lassen. Oh, Wahnsinn, den hier musst du anziehen. Nein, 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 nein. Warum nicht? Na ja, sowas trägt man frühestens zur 3. Verabredung. Ach, darum ist das Preisschild noch dran.
Nein, ich werde Unterwäsche anziehen, die er auf keinen Fall sehen darf. Ich denke, das ist das beste Verhütungsmittel, wenn man zwar will, aber doch nicht will. Ich wäre für das hier. Weiche von mir. Meine Güte, so schlimm ist sie auch nicht. Oh. Hi, Mom. Wow, ist sie von Opa? Wo möchtest du sitzen? Also, ich sitze am liebsten hinten. Ich finde, da vorne ist perfekt. Das wäre absolut okay. Okay, es sind sowieso nur noch Sitze an der Seite frei. Oh. Offenbar haben die anderen alle das gleiche Gespräch geführt. Okay, kann ich da bitte durch? Oh, da schwimmt Coke. Oh, noch mehr Coke. Check. Popcorn? Hey, wozu haben wir das alles gekauft? Wir hätten doch nur meine Schuhe essen müssen. Naja. Die alte Frau hat mich in den Hintern gekniffen. Tja, wenn's mit uns nicht klappt, dann... Wie meinst du das? War nur ein Scherz. Oh, sehr lustig. Ja. Diego... Ich möchte mich wegen Dad bei dir entschuldigen. Oh, ist schon vergessen. Ich bin sicher, wenn er einen erst mal kennt, ist er zauberhaft. Wäre mir neu. Tja, weißt du, was ich toll finde? Na? Normalerweise gehe ich mit Little John ins Kino. Jetzt bin ich ganz gespannt auf all die Gewalt und die nackte Haut. Sieh dir das an. Oh, meine Güte, du hast ja Talente. Oh, ganz schön schwierig, oh ja. Ich wollte schon immer mit einem Mann ausgehen, der das kann. So, hab ich gewusst. So, jetzt versuch du es, ja? Mach den Mund auf. Nein, ich werde nicht. Nun zieh dich nicht so. Okay. Na gut. Daneben, entschuldige. Tut mir leid, entschuldige. Tut es weh? Nein, geht schon, alles klar. Hey, willst du es nochmal versuchen oder lieber nicht? Okay, ich versuch's, nur... Ich pass auf, vertrau mir. Das war große Klasse. Jesse? Jesse? Was ist... Herr Ruhe da vorne! Hey, jetzt brüllen Sie doch nicht so. Da kann ja keiner ein Wort verstehen. Sie ist in meiner Nase. Was? Die Nuss ist irgendwo in meiner Nase. Wie fühlst du dich? Wir gehen da. Da? Da ist gut. Tja, die Plätze hier sind irgendwie alle nicht so toll. Nein. Jesse, es tut mir so schrecklich leid. Nein, mir tut es leid, wirklich. Ich komme mir so dumm vor. Ich schaffe es nicht mal, eine Nuss runterzuschlucken. Hör zu, ich komm schon klar hier, du brauchst nicht zu warten. Nein, ich werde dich doch nicht im Stich lassen. Wirklich? Natürlich nicht. Jesse, wir wollten Spaß und wir werden Spaß haben. Es wird einfach nur eine andere Art von Spaß. Ja, es wird sozusagen ein trauriger Spaß. Entschuldigen Sie, wir müssen jetzt wirklich mal zum Arzt. Name? Warner, Jesse Warner, das sage ich Ihnen jetzt schon zum fünften Mal. Wo ist Ihre Chipkarte? Herrje, die haben Sie doch schon. Sie klebt an Ihrer Unterlage. Sind Sie Jesse Warner? Ja. Noch eine Frage. Erreiche ich diesen John Warner Senior bei der Arbeit oder privat? Nicht nötig. Sie brauchen ihn nicht anzurufen. So schlimm ist es nicht. Er ist aber Ihr Kontakt für den Notfall. So ist die Vorschrift. Dann möchte ich meinen Kontakt für den Notfall jetzt ändern. Er ist der Neue. Ich bin in der Ambulanz. Er wurde verständigt. Okay, ich muss ein paar Fragen stellen. Gut. Wann sind die Schmerzen zum ersten Mal aufgetreten? Als mir eine große Nuss mit Schokolade im Kino in die Nase gerutscht ist. Wie groß sind Sie? 1,70 Meter. Wie viel wegen Sie? Ich wiege 50. An welchem Tag setzt Sie Ihre letzte Periode ein? Ist das wirklich so wichtig? Das sind unsere Standardfragen, Ma'am. Okay, vor 2 Wochen. Sind Sie sexuell aktiv? Vielleicht, wenn Sie endlich aufhören würden, über meine Periode zu reden. Oh, was ist das? Naja, ich hatte doch nach dem Kino ein romantisches Abendessen versprochen. Und da habe ich mir einfach etwas von jemandem genommen, der sowieso zu dick ist.
Als Entree servieren wir heute Abend die Hühnerbrühe Putput. Als Hauptgang empfehlen wir einen schlichten gekochten Vanillepudding. Zum Dessert? Dann gibt's noch sowas wie einen Pudding, das reicht auch. Ah, stimmt. Wozu ist das? Ach ja. Kerzen. Notwendig für die Romantik. Nein! Nicht das! Lieber will ich sterben! Ihr Hemd, Miss Warner. Wie mein Hemd? Hier geht's doch bloß um meine Nase. Vorschrift. Okay. Das Geburtshilfeteam in den Warteraum, bitte. Moment. Das Geburtshilfeteam in den Warteraum. Keine Kleidung darunter. Ja, aber diese Dinger sind offen auf der Rückseite. Die Unterwäsche können Sie anlassen. Sehen Sie, da liegt mein Problem. Wir sind heute das erste Mal zusammen aus und damit es mir leichter fällt, mich zurückzuhalten, habe ich wenig schmeichelhafte Unterwäsche angezogen. Wären Sie also vielleicht so freundlich, Ihre Vorschrift nur dieses Ei.